Von wegen Freiheit. Die Ampelkoalition will 3G verpflichtend am Arbeitsplatz und im ÖPNV einführen. Der Chef soll persönlich sozusagen dafür verantwortlich sein, regelmäßig dokumentieren und prüfen. Und ja, eben auch im ÖPNV soll eine Testpflicht für Ungeimpfte gelten, wohlgemerkt natürlich nicht für die Geimpften, auch wenn sie massenhaft Überträger sind, wie ja schon mehrere 2G-Events bewiesen haben. Und das führt natürlich zu ganz praktischen Fragen. Wer soll das alles bezahlen? Warum wird diese Art der Apartheid eingeführt? Und vor allem eine ganz praktische Frage, die viele Menschen auf dem Land betrifft. Was macht bitteschön jemand, der am Montag früh mit dem Bus oder mit dem Zug zur Arbeit muss, aber der eben keine Testmöglichkeit an seinem Wohnort hat? Der darf ja theoretisch nicht mal zum Testzentrum mit dem Bus fahren, weil er ihn ja nicht benutzen darf, weil er nicht getestet ist. Und ein eigener Test, den man zu Hause durchführt, den glaubt man ja nicht. Dieses Misstrauensvotum gegen die Bevölkerung als solche, dieses Misstrauensvotum gegen völlig gesunde, normale Menschen, die potenziell Corona haben könnten und die ungeimpft sind, weil sie ungeimpft sein müssen, weil sie ungeimpft sein sollten oder weil sie ungeimpft sein können, das ist einfach nur unaushaltbar. Wir leben in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo Grundrechte eigentlich garantiert sind. Und dazu gehört natürlich das Recht auf Mobilität und dazu gehört natürlich das Recht auf freie Berufsausübung. Aber genau diese Grundrechte werden massiv beschnitten und das regt mich auf, insbesondere von einer Partei, die mit Plakaten hier überall plakatiert hat. Wir wollen die Grundrechte erhalten. Wir sind für die demokratische Grundordnung. Das ist die FDP. Die FDP hat mit Freiheit geworben und setzt Unfreiheit um. Die FDP verrät ihre Wähler. Was durch Rot-Grün kommt, das war vollkommen klar, dass das ein Ökosozialismus wird, dass die am liebsten wieder irgendwelche autoritären, diktatorischen Strukturen hätten. Das haben sie bereits im Wahlprogramm angedeutet. Aber dass die FDP so etwas mitmacht, ist reiner Verrat am Wähler. Wir als AfD werden das auf gar keinen Fall unterstützen. Es darf keine Diskriminierung irgendwelcher Menschen geben. Es darf insbesondere keine Diskriminierung einer definierten Gruppe von Menschen geben, schon gar nicht aufgrund eines biologischen, medizinischen Merkmals. Wir sollten eigentlich aus der Geschichte gelernt haben. Und deswegen verbieten sich 2G, 3G, 3G am Arbeitsplatz und insbesondere 3G im ÖPNV. Er ist nicht durchsetzbar, er ist nicht umsetzbar, er ist ungerecht, er ist gegen unsere Grundrechte gerichtet und er ist gegen die Freiheit. 5 Gründe, warum man all das nicht mitmachen darf. Wir als AfD bleiben standhaft.